Von Tutanchamun und den Pyramiden in Gizeh habt ihr sicherlich alle schon mal gehört, oder? Doch dass das so ist, also dass wir über fremde Kulturen aus vergangenen Zeiten so genau Bescheid wissen, das verdanken wir Archäologen und Archäologinnen aus der ganzen Welt, die in mühevoller Kleinarbeit, teils unter widrigen Umständen in fremden Ländern, wahre Schätze bergen. Umso mehr freue ich mich heute, dass eine waschechte Archäologin hier bei uns zum Interview ist und begrüße Frau Prof. Dr. Budka von der LMU München, die Professorin für Archäologie ist und eigene Ausgrabungen leitet. Liebe Frau Budka, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Direkt zum Anfang eine Frage, die mir wirklich unter den Nägeln brennt. Waren Sie schon mal bei so einem richtigen Sensationsfund mit dabei? Ist natürlich eine Standardfrage, die wir durchaus öfters gestellt bekommen. Es ist natürlich die Frage, was ist eine Sensation? Sie haben die Kleinarbeit gerade schon erwähnt. In mancher Hinsicht ist für mich in den letzten Jahrzehnten auch, was weiß ich, eine kleine Minischerbe oder irgendein Schlammbrocken mit einem Stempel drauf eine Sensation gewesen. Meine Standardantwort auf diese Frage ist aber in den letzten Jahren tatsächlich etwas ganz Bemerkenswertes. Wir haben 2015 auf einer Nilinsel im Sudan ein neues Grab gefunden. Und wir haben dann begonnen, es auszugraben. Und zunächst waren wir davon überzeugt, es hat einfach so ausgeschaut, dass es wirklich komplett beraubt ist. Und das heißt, wir haben wirklich nur spärliche Hinterlassenschaften gefunden. Und dann ist es uns aber sehr, sehr überraschend gelungen, eine tiefer liegende Grabkammer zu finden, die komplett ungestört war. Also wirklich so halt, wenn Sie wollen, Tutanchamun-Effekt, ungestörte Grabkammer. Ich bin die erste Person, die da reinkommt. Ich war auch die Einzige, die reingepasst hat. Also aus Platzgründen habe ich das Ding dann wirklich selber ausgegraben. Dann war aber eben alles wegen Überschwemmung und schlechter Erhaltungszustand nicht ganz so erbaulich. Ich habe dann mühsam, da waren zwei Holzsärge mit zwei Bestattungen, habe die halt angefangen zu reinigen. Und dann ist aber tatsächlich neben dem einen Sarg ein Steinobjekt zutage gekommen. Und das habe ich dann halt weiter angefangen auszugraben. Und es war dann im Endeffekt eine so hohe Steinstatue, eine sogenannte Ushepti-Figur, eine Totenfigur, die dem Verstorbenen mitgegeben wird als Grabbeigabe. Und das war halt eben, das war extrem gut gemacht. Und das Wichtigste für mich war, da stand der Name und der Titel des Verstorbenen drauf. Das heißt, ich hatte dann plötzlich in meiner Hand ein Objekt, das heute im sudanesischen Nationalmuseum in Khartoum sich befindet, also wirklich auch der Öffentlichkeit zugänglich ist und das mir zusätzlich erlaubt, die Person, die ich gerade ausgrabe, zu identifizieren. Und das sind so echt die Sensationsmomente für uns, wenn wir bei den Grabungen so bemerkenswerte Dinge finden. Was Sie jetzt gerade eben beschrieben haben, also die Ausgrabung und auch die Überlegung, machen wir weiter und wer grabt dann letztendlich aus, sind das alles Fragen, die Ihren Arbeitsalltag betreffen? Also sieht so Ihr standardmäßiger Arbeitsalltag aus oder findet als Archäologin dann auch viel Arbeit am Schreibtisch statt oder im Büro? Genau, also ich habe das große Glück, dass ich eben eigene Forschungsprojekte, Ausgrabungsprojekte leite. Die Archäologie ist ein extrem diverses Fach. Also das heißt, nicht jeder Archäologe, nicht jede Archäologin muss ins Feld gehen, muss ausgraben. Viele arbeiten nur im Museum oder in Archiven oder nur am Schreibtisch. Ich selbst bin eben sehr, sehr stark der Feldarbeit verpflichtet. Das heißt, ich bin auch wirklich so, was weiß ich, 12 Wochen ungefähr im Jahr auf Ausgrabungen. Und der Alltag auf der Grabung, der sieht natürlich ganz anders aus als der Alltag hier in München. Selbstverständlich als Professorin habe ich eine Fülle von Verwaltungsaufgaben. Ich muss unterrichten, ich muss eben die Sache der Grabung vorbereiten, ich muss sie nacharbeiten. Was man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen kann, das ist so eine Grundregel und die trifft es wirklich meines Erachtens relativ gut. Wenn Sie einen Monat im Feld sind auf Grabung, dann brauchen Sie mindestens 3 Monate zu Hause am Schreibtisch, um das Ganze aufzuarbeiten. Weil wir arbeiten ja nicht nur, um eben quasi Schätze zu bergen, sondern wir verstehen uns ja als wissenschaftliche Archäologinnen. Und das heißt, es geht uns vor allem darum, unsere Ergebnisse zu publizieren. Und die Aufarbeitung, das Publizieren, das ist halt wirklich kräfteraubend und vor allem zeitaufwendig. Von daher ist, würde ich sagen, das, was uns alle, die wir ins Feld gehen, wirklich so am Laufen hält und was uns motiviert und wo wirklich unglaublich viel rüberkommt, ist tatsächlich die praktische Arbeit und das eigentliche Ausgraben und das alles, was dazugehört.
Und das gibt uns quasi die Kraft, dann die vielen Monate, die etwas öder sind, wo wir halt Datenbanken bearbeiten, wo wir Dinge abtippen, wo wir Sachen auswerten, wo wir in Bibliotheken sitzen, wo wir einfach am Schreibtisch sitzen, das eben auch quasi auszuhalten, sagen wir es mal so. Also ich bin gerade erst am Montag aus dem Sudan zurückgekommen. Und ich muss schon gestehen, es ist nicht immer einfach, dann quasi von, was weiß ich, 12, 14, 16 Stunden pro Tag auf Achse sein und nur herumhupfen im Freien, dann plötzlich wieder im Bürosessel zu sitzen. Das ist immer eine Umstellung. Ja. Bereiten Sie Ihre Studenten dann auch darauf vor, dass Sie die dann schon mitnehmen zu so Ausgrabungsprojekten und sagen, guck mal, so läuft das hier. Also es gibt nicht nur die universitäre Lehre, sondern es gibt dann auch die Praxis. Oder sind das Projekte, die Sie nur alleine machen können, weil sie vielleicht zum Beispiel sehr teuer sind oder schwierig in der Finanzierbarkeit für größere Gruppen? Genau, also in normalen Zeiten, also in Nicht-Corona-Zeiten, nehmen wir eigentlich immer Studierende mit. Also das heißt, ich denke, es ist wirklich total wichtig. Ich habe das auch bereits mit ganz jung, als mit 20 Jahren konnte ich auf meine erste Grabung nach Ägypten kommen als Studentin. Das ist total wichtig, weil ich habe ja schon die Vielfalt der Archäologien genannt. Es ist nicht notwendig, dass eine Person, die Archäologie studiert, dann auch wirklich sagt, ich möchte auf Grabungen gehen und ich möchte dort herumhupfen im Sand oder im Schlamm oder wo auch immer. Aber es ist sinnvoll und notwendig, es zu checken, ob es etwas für einen ist. Und das kann man natürlich am besten machen, wenn man eben noch studiert. Und von daher ist es eben schon wichtig, dass wir unseren Studierenden ermöglichen, wirklich live zu erleben, wie das ist vor Ort, weil man kann die Leute wirklich so gut wie möglich vorbereiten, man erzählt in den Vorlesungen was darüber, man erzählt in privaten Gesprächen was darüber, aber wie es dann wirklich vor Ort ist, das muss halt jeder selber dann auch nochmal sehen, weil es halt wirklich nochmal was Eigenes ist. Es kommen so viele auch die anderen Kultureindrücke, das andere Klima, es kommt wirklich so viel dazu, was für viele Leute toll ist, wie zum Beispiel für mich. Andere Leute sind dann auch dankbar und sagen, großartig, ich habe es ausprobiert, nichts für mich, ich bleibe mal lieber am Schreibtisch. Stichwort checken, ob das was für mich ist. Das interessiert natürlich unsere Zuschauer und Zuschauerinnen sehr. Welche Fähigkeiten, was würden Sie sagen, welche Fähigkeiten sind am wichtigsten, wenn ich mich frage, möchte ich Archäologe oder Archäologin werden? Was sollte ich unbedingt mitbringen? Das ist jetzt natürlich sehr subjektiv, wenn ich jetzt ein paar Dinge aufliste. Ich denke, grundsätzlich ist, wie gesagt, das Fach so breit. Sie können sich so interdisziplinär aufstellen, wenn Sie wollen. Aktuell arbeiten wir mit so vielen digitalen Möglichkeiten, naturwissenschaftlichen Möglichkeiten. Also das heißt, im Endeffekt findet da wahrscheinlich jeder sein Plätzchen. Ich denke aber, Sie müssen tatsächlich ein Teamplayer sein. Archäologie können Sie nicht komplett alleine machen. Sie müssen belastbar und flexibel sein. Sie brauchen ein gewisses Maß an Organisationstalent. Je weiter oben Sie auf der Karrierestufe kommen, je mehr Verantwortung Sie bekommen, desto mehr müssen Sie einfach auch durchsetzungsfähig sein, Konflikte nicht scheuen. Einfach unser Problem ist, wie in vielen Bereichen, wir müssen einfach ganz, ganz schnell Entscheidungen treffen. Ausgrabung ist Zerstörung und ich muss einfach wissen, kann ich das wegmachen oder muss ich hier noch was anderes berücksichtigen? Und von daher, ich denke, die ideale Archäologin ist halt irgendwie ein bisschen auch Multitasking und vor allem eben einfach flexibel. Weil gerade wenn sie in Afrika, im Vorderen Orient ausgraben, dann kommen einfach so viele Dinge, die nicht kalkulierbar sind, von den äußeren Witterungsbedingungen angefangen, über halt einfach unvorhersehbare Geschichten. Und da dürfen Sie halt nicht verzweifeln, sondern Sie müssen irgendwie quasi zumindest bei Ihrem Plan bleiben. Ja. War das für Sie, also das Berufsbild Archäologin, war das für Sie ein Kindheitstraum, also ein Wunsch, den Sie schon immer hatten? Oder war das etwas, was erst später entstanden ist, vielleicht dann in der Oberstufe oder zu Beginn des Studiums? Also ich war relativ jung, also ich war so 11, 12 Jahre alt. Ich war auf einem neusprachlichen Gymnasium und wir hatten einen extrem guten Lateinlehrer. Und der hat uns im Endeffekt römische Kulturgeschichte vermittelt. Das heißt, ganz am Anfang wollte ich mich eigentlich auf Rom und Griechenland fokussieren. Es war klar, ich möchte Archäologin werden. Und ein paar Jahre später bin ich dann auf die Ägypter umgeschwenkt und habe mich dann eben auf die ägyptische Archäologie spezialisiert. Aber ja, ich hatte das Glück, dass ich es sehr, sehr früh gewusst habe und dann halt einfach auch wirklich durchgezogen habe.
Und jetzt habe ich noch eine Frage, die mich auch wirklich inhaltlich interessiert, wie Sie vorgehen. Es ist ja nicht so, dass irgendwo abgesteckt steht, bitte hier graben, Sie finden ein interessantes Grab in 3 Meter Tiefe, sondern Sie müssen sich ja überlegen, wo gehen wir hin, wie setzen wir finanzielle Mittel, Ressourcen, Zeit ein. Wie kommen Sie drauf, wo Sie zu suchen haben? Das ist eben auch eine Frage, die man jetzt nicht mit einer einzigen Sache beantworten kann. Das ist extrem unterschiedlich. Manchmal ist es tatsächlich so, dass wir einfach alte Aufzeichnungen haben. Das können eben zum Beispiel Aufzeichnungen wirklich aus dem 19. Jahrhundert sein, aus dem frühen 20. Jahrhundert, wo jemandem irgendwelche Ruinen aufgefallen sind. Manchmal gehen wir auch vor Ort und fragen die lokalen, also die Einheimischen, die lokalen Personen, die dort wohnen, und die können uns dann manchmal auch Tipps geben. Und die moderne Archäologie, die hat halt einfach ganz, ganz tolle sogenannte Prospektionsmethoden, also Fernerkundungsmethoden. Wir können zu Hause am Schreibtisch, das haben wir jetzt auch in der Corona-Zeit gemacht, uns einfach Satellitenbilder anschauen und sehen, okay, da ist wahrscheinlich ein Friedhof, da gehen wir hin. Abgesehen von irgendwie Satellitenfernerkundung können Sie dann auch vor Ort zum Beispiel physikalische und chemische Surveys durchführen, wie zum Beispiel den sogenannten Magnetometer-Survey. Das heißt, Sie haben dann einfach ein Bild über gewisse Anomalien im Boden, wo Sie dann ziemlich genau wissen, da lohnt es sich zu graben oder nicht. Und allein, dass ich jetzt eben schon diese verschiedenen Survey-Methoden genannt habe, zeigt Ihnen, wie stark eben die Archäologie ein immer auf ganz viele Personen angewiesen ist. Ist eben, wie gesagt, eine große Teamveranstaltung und überschneidet eben auch die verschiedenen Disziplinen, was es meines Erachtens eben so attraktiv macht, weil man einfach wirklich sich so seine eigene Sparte suchen kann. Und die digitale Archäologie zum Beispiel, die boomt halt aktuell total. Und das ist ja auch etwas, was in der Regel der jüngeren Generation sehr zugute kommt, weil die einfach wirklich viel, viel besser versiert dann mit der ganzen Software und Hardware umgehen können als unser eins, wo wir noch ein kleines bisschen klassischer ausgebildet wurden. Rechnen Sie dann vor dem Hintergrund, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, damit, dass wir in Zukunft noch sehr viel mehr und vielleicht auch mehr in einer kürzeren Zeit entdecken werden, als das in der Vergangenheit der Fall war? Oder glauben Sie, dass je länger Archäologen suchen und Ausgrabungen machen, desto weniger gibt es natürlich dann auch für zukünftige Archäologen zu finden? Also ich denke schon, dass es noch unglaublich viel zu entdecken gibt. Das Problem ist einfach, dass natürlich die früheren Generationen sich völlig legitimerweise auf sichtbare Dinge beschränkt haben und eben durch die verschiedenen Erkundungsmöglichkeiten, die ich jetzt grob genannt habe, können wir einfach in Zukunft in Regionen vorbrechen und das Ganze wirklich in einem viel, viel schnelleren Modus, als es früher der Fall war. Und von daher denke ich auf jeden Fall, dass wir noch sehr, sehr viel in, unerforschten Regionen entdecken. Und das, was man bitte auch nie vergessen darf, das macht die Archäologie, glaube ich, auch so charmant, unter den wichtigsten Entdeckungen weltweit sind auch immer wieder Zufallsfunde. Ja? Also einfach der Faktor Zufall, auch der bringt uns tolle Entdeckungen. Und als Universitätsprofessorin bin ich aber natürlich eher dem verpflichtet zu sagen, wir entwickeln unsere Methoden weiter, wir entwickeln unsere Fragestellungen weiter und deswegen gibt es für uns auch noch unglaublich viel zu entdecken. Und es müssen nicht immer irgendwelche Königsgräber sein. Für mich sind eben einfach Dörfer, ländliche Geschichten viel, viel spannender, als wenn ich jetzt irgendwie im Tal der Könige nochmal irgendwie was Neues finden würde. Stichwort Zufallstreffer. Und damit muss ich zur letzten Frage kommen, weil leider unsere Sendezeit begrenzt ist. Ich hätte noch so viele mehr. Aber wenn ich jetzt einen Zufallstreffer zum Beispiel in meinem Vorgarten hätte, ich grab da und finde etwas, Scherben, Münzen, dürfte ich das behalten oder muss ich das irgendwo abgeben? Oh je, ich bin ja irgendwie in Ägypten und im Sudan zu Hause. Da müssten Sie sich, je nachdem, wo Sie in Deutschland leben, bei den jeweiligen Landesdenkmalämtern melden. Soweit ich das überblicke über meine Kollegen von der Uni, ist es eben extrem unterschiedlich. Also Bayern hat zum Beispiel ganz andere Gesetze als, was weiß ich, Baden-Württemberg und Hessen. Und wenn Sie dort an der Grenze irgendwas finden, ist es dann gleich mal irgendwie eine andere Geschichte. Aber wissenschaftliche Archäologin würde ich natürlich grundsätzlich den Rat geben, immer sowas zu melden und dann halt einfach zu schauen, was man dabei rausfinden kann, weil
Was man nicht vergessen darf, die Archäologie ist ja keine Schatzsuche. Es geht uns ja nicht darum, in ihrem Vorgarten was rauszuziehen, sondern es geht uns darum, was ist unter ihrem Vorgarten? Was ist dort passiert? Es geht uns ja nicht um die Objekte als solches, sondern warum liegen die dort? Was ist mit ihnen gemacht worden? Und das können Sie als Laien halt schlecht einschätzen. Da brauchen Sie tatsächlich halt eben ein Team von Archäologinnen, das Ihnen dabei hilft. Also dann habe ich die Archäologie vor allem als Wissenschaft verstanden, die die Geschichten der Vergangenheit erzählen will und auch erklären möchte, wie Gesellschaften früher funktioniert haben. Und danach kann ja eigentlich nichts mehr kommen. Vielen Dank, Frau Budka, für das Gespräch mit Ihnen. Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen. Ja, und wer jetzt von euch so richtig Lust bekommen hat auf die alten Ägypter, dem sei sehr ein Besuch in der staatlichen Sammlung ägyptischer Kunst hier in München empfohlen. Und viele weitere Infos rund um das Studium der Archäologie und die Arbeit von Frau Professor Dr. Budka findet ihr auch auf der Internetseite der LMU. Schaut doch mal vorbei.